Die Rast-Produktionsfirma erhält nach dem Tod von Kamerafrau Halina Hutchins am Set die maximale Geldstrafe. Rund 126.000 Euro muss sie blechen. Das hat das Büro für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz des Umweltministeriums von New Mexico in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Unter anderem teilte es weiter mit, dass es dem Unternehmen auch die höchste Verwarnungsstufe auferlegt hat. Hauptdarsteller und Produzent Alec Baldwin hat inzwischen über seinen Anwalt auf das Urteil reagiert. Wir freuen uns, dass der Bericht Herrn Baldwin entlastet, indem er klarstellt, dass er glaubte, die Waffe enthalte nur Platzpatronen, heißt es in der Erklärung auf Instagram. Der Vertreter fährt fort, Herr Baldwin hatte keine Befugnisse in den Bereichen, die Gegenstand der vom FBI festgestellten Verstöße waren, und wir freuen uns, dass die Behörden von New Mexico diese kritischen Fragen geklärt haben. Man sei zuversichtlich, dass die in dem Bericht genannten Personen für diese Tragödie zur Rechenschaft gezogen werden. Im Zuge der strafrechtlichen Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft gibt es noch keine Anklage. Die Kamerafrau Halina Hutchins wurde am Rastdrehort in Santa Fe im vergangenen Herbst versehentlich erschossen.